Das erste, was er macht, ist jetzt die Farben eingeben. Jetzt im Moment kippt er das halt, damit die Kugeln halt schwerkraftbedingt draufrollen. Beginnen tut er jetzt einmal mit einer roten. So, also jetzt ist die rote Kugel schon auf der richtigen Position für die Bestellung Nummer 3 und jetzt kippt das gesamte System einmal wieder in die andere Richtung, sodass durch die Schwerkraft die rote Kugel in ihr Bestellfach rollt und die anderen Kugeln zurückgehalten werden. Und jetzt ist er mit der roten Kugel fertig, also bedient er jetzt als nächstes die grüne. Die Reihenfolge, in der er die Farben ausgibt, haben wir festgelegt. Ja, aber es ist halt, wo sie liegen, ist halt immer unterschiedlich. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen. Yeah.